Desperados ist das Reiterrevue-Pferd des Jahres 2015. Deshalb wurde der Hengst im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Balve geehrt. Seine Reiterin Christina Bröhring-Spree nahm den Preis auf einem Nachwuchspferd entgegen. Wir sind überglücklich, dass wir diesen Preis und diese Auszeichnung gewinnen konnten. Und vielen Dank auch nochmal an die, die Desperados gewählt haben. Und was macht Desperados so besonders? Ich habe mich sofort in Desperados verliebt, als ich ihn gesehen habe. Und das ist einfach ein Hengst mit Charakter, mit Kampfgeist. Und der kämpft einfach in jeder Prüfung so wahnsinnig viel mit. Und das macht diesen Hengst einfach so besonders. Mehr über ihren Desperados verrät Christina Bröhring-Spree im exklusiven Interview. Ehrgeizig, ein absoluter Kämpfer und liebevoll. Das ist für mich das absolute Traumpferd. Er hat immer Lust zu arbeiten jeden Tag und das zeichnet ihn einfach auch aus und ist im Umgang im Stall einfach ein total lieber Hengst, was nicht heißt, dass er woanders, wenn er woanders hinkommt, nicht Hengst sein kann. Das ist er mit Sicherheit, aber trotzdem so im Umgang total liebevoll. Ich sage immer, man kann wirklich ein Kind im Stall lassen, der gnabbelt nicht, der beißt nicht, der ist eher vorsichtig. Also wichtig ist, glaube ich, auch gerade also bei allen Pferden, dass die Spaß an der Arbeit haben, ein bisschen Abwechslung in das Programm reinbringen, viel nach draußen, nicht dieses Eintönige nur in seinen vier Wänden, sondern einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und er weiß auch genau, wir machen nach dem Turnier, wird er wieder runtergefahren, wird nur Spaßprogramm gemacht und dann weiß er auch, wenn es wieder ein bisschen angezogen wird, das Training mit Lektionen, dann weiß er, dass es losgeht und ich selber merke dann auch, dass er will dann auch los, er hat da Spaß dran und das merkt man einfach. Frühaufsteher, es kommt mir sehr entgegen, ich bin auch gerne früh auf den Beinen und fange mit ihm deshalb auch als erstes an und seine Pausen macht er eigentlich lieber gegen Mittag nach dem Essen. Da legt er sich gerne mal hin und entspannt. Partylöwe. Am Widerriss, das ist so seine Stelle, wo er sehr gerne entspannt. Ja, das ist von meiner Pflegerin das Pferd. Es steht jetzt seit einer ganzen Zeit neben ihm und man merkt schon, wenn er vom Turnier wiederkommt oder da freut er sich doch schon besonders drauf, ja. Das ist der Piet. Möhren, Gras, Äpfel, Mesh. Mittlerweile hat er sich ein bisschen dran gewöhnt, aber früher hat er Bananen, hat er gehasst. Also ist er nicht beigegangen, aber ich habe es immer wieder versucht und jetzt geht es mittlerweile, aber es gehört nicht zu seinem Lieblingsgericht. Okay. Nein, der ist so, wie er ist, ist er perfekt. Von Jahr zu Jahr ist er noch, hat er noch eine konstantere Leistung gezeigt, ist immer noch besser geworden und das freut mich auch, dass wir uns immer noch von Jahr zu Jahr verbessern konnten. Klar, er hat mit den Jahren noch mehr an Routine gewonnen. Das merkt man, wenn man zum Turnier fährt. Man braucht nicht mehr so lange, um ihn wirklich auf den Punkt fit zu haben. Und ja, das hat sich schon verändert. Klassenclown ist er nicht. Also schon eher ein Streber. Also der will schon alles richtig machen. Ärgert sich auch über seine eigenen Fehler. Wenn er Fehler macht, dann merkt man schon, dass er das gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Im Viereck sowieso. Da muss ich eher ihn manchmal ein bisschen bremsen als umgekehrt. Und von daher ist er, glaube ich, eher ein bisschen der Streber. Ja. Beste Freunde, würde ich sagen, ja. Es ist doch ein echter Kumpel, weil er einfach immer alles gibt. Und auch als Hengst ist es, glaube ich, wirklich nicht selbstverständlich. Der kann auf dem Abreiteplatz ein bisschen heiß sein oder ein bisschen abgelenkt sein. Im Viereck ist dann wirklich wie ein Schalter, der umgelegt wird. Und dann weiß er sich auch zu konzentrieren und das ist besonders. Seine Äpfel und Möhren, ganz wichtig. Eine ganz große Motivation. Aber ansonsten ist er wirklich sehr unkompliziert. Ja, so Brad Pitt, also er ist schön und ja,
er steht gerne im Mittelpunkt, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn mal Leute zu Besuch kommen und streicheln ihn und geben ihm ein bisschen was zu fressen. Also er ist ja schon der Größte und das weiß er dann auch. Für mich ist er jetzt wirklich in Topform. Für mich ist er jetzt im besten Alter, aber es kommen ja auch noch ein paar Jahre. Vielleicht können wir uns immer noch wieder verbessern. Aber jetzt vom Gefühl her ist er jetzt wirklich für mich optimal drauf. Also jetzt ist natürlich erstmal das große Ziel, sind die Olympischen Spiele in Rio. Da hoffe ich, dass alles fit und gesund bleibt und hoffentlich sind wir da erfolgreich unterwegs. Ja, und für die Zukunft hoffe ich einfach, dass er fit bleibt, dass wir noch ein paar schöne Jahre zusammen im Turniersport haben.